Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Gears of War 4 zusammen. Ey, du Pisser! Ich hab mich nur revanchiert. Oh, komm schon! Ja, toll. Hey. Ich dachte, da kommt einer raus. Ja, auch wieder mit dabei ist der Rico. Wir müssen hier raus. Hallo. Ja, ich will hier auch gerne raus. Das ist ekelig hier. Genau. Ja. Und ja, wir haben bemerkt, dass wir sehr blind durch die Levels durchrasen. Diese Kapseln sind Brutkammern, in die wir gesteckt werden. Und sie kommen raus. Wir müssen meinen Vater finden. Und zwar schnell. Ja. Machen wir doch. Weil wir haben noch kein einziges Sammelobjekt heute gefunden. Nö, das ist ein bisschen peinlich, ne? Also zumindest jetzt in Akt 3 haben wir nichts gefunden. Wir sollten das vielleicht echt ein bisschen mehr umschauen. Alter, ist das eine alte Tastatur? Also wie die aussieht, ja. Ja, generell. Also früher... Wo ist die Tastatur? Die liegt da doch. Wo hast du die Tastatur versteckt? Die liegt da auf dem... Hier, die liegt da. Die ist weg bei mir. Nein, auf dem Schreibtisch ist sie. Nein, die ist weg bei mir. Gib zu, die hast du eingesteckt. Nein, hab ich gar nicht. Beim alten Rechner so. Na toll. Jetzt also Schleimtüren. Was für Schleimtüren? Achso. Oh, prima. Großartig. Ist ja wieder. Was gibt's da? Warte mal. Da will ich nach hinten. Ja, vielleicht ist da was. Das ist bestimmt ein Sammlerstück. Ne, da sind wir runtergekracht. Ach, da sind wir runtergekracht. Ja, nee. Doch. Ach ja, stimmt, du bist da runtergegangen. Also wie das knatscht, hier will ich aber auch weg. Ich bin schon draußen. Ja, ich auch. Ich guck mir Petrus an oder wer immer das ist. Keine Ahnung. Da ist wieder Wasser. Ja. Hey, was war das? Da drüben, das ist er. Na los, hinterher. Noch mehr von den verfluchten Dingern. Och, nö. Also, momentan bin ich noch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt, wer so meine Hassgegner sind. Sind es die Roboter? Sind es die? Also, die nehmen sich alle nicht wirklich viel weg. Nö, die sind alle pottenhässlich und dumm. Aber die können an der Wand entlang laufen. Keine gute Idee. Das macht Spaß. Entschuldigung. War's das? Sind wir sie los? Glaube schon. Ja, toll. Ich war gerade noch sauber. Mann. Die sind für mich. Hä? Schön. Okay. Boah. Schieß doch nicht da drauf. Da bin ich drauf geschossen! Gut, ja, die kamen gut, ja, alle gleichzeitig explodiert. Denk nicht mal dran. Hab's verbockt! Okay. Das genau. War's jetzt aber. Du hast es verbockt. Hast du doch gerade gesagt. Na gut. Also bei mir hast du es gesagt. Wieso gibt's hier keine Sammelobjekte? Wahrscheinlich so gut versteckt, dass man sich. Boah! Alter! Ich weiß schon, warum ich da nicht hingegangen bin, ey. Nimm das! Es war so klar, dass das passiert. Blödes Vieh, du! Ich glaube, wir müssen an unserer Definition von das war's arbeiten. Oh, Sammlerstück. Yay! Sammlerstück gefunden. Wup, wup. Mach mal, der hier chillt da so ein bisschen in der Ecke rum. Ja, die chillen hier alle. Oh, ich hab nur noch 11 Schuss. Ah, davon ist Munition. Meins. Hab sie. Freut mich. Also. Dass du sie hast. Allein schaffe ich das nicht. Ja, ich weiß, bin doch schon da. Das ist ja cool. Das fällt mir erst jetzt auf. Was? Also, wir verfolgen. Wenn man so die einzelnen Regentropfen auf der Rüstung und auf den Waffen sieht. Nicht cool. Ja, okay. Aber was, wenn er will, dass wir ihm folgen? Dann macht er einen großen Fehler. Da lang oder da lang? Ich guck. Munition? Warte mal, wie viel habe ich noch? Ich habe noch 424. Dann nehme ich. Na gut. Jetzt habe ich 465. Wollen wir mal hochgehen, mal gucken.
Naja, wenn du es kannst. Also regulär könnte ich, aber der will nicht springen. Hey, du hast doch vorhin eine Tastatur mitgenommen. Da hast du. Die habe ich nicht mitgenommen. Doch, die war weg, wie ich mich umgedreht habe. Hey, da oben ist eine Rotzblase. Was ist das da drin? Oh. Ja, wo? Cool. Oh, schöne Minigun. Das ist Dads Funkgerät. Er muss in der Nähe sein. Die Waffe, was du aufgehoben hast, die ist doch voll, oder? Mit dem geht's. 200 knapp. Ja gut, dann nehme ich die Muni hier. So, okay, dadurch, dass du die Riesen... Ist klar. Willst du jetzt echt Munition verschwenden an diesen Blasen? Ja. Wer weiß, was da noch kommt? Es bewegt sich zu der Bahnhaltestelle. Gehen wir. Komische Viecher kommen nur noch. Zum Beispiel Riesenzüge oder sonst irgendwas. Züge? Oh, kann man den runterschmeißen? Ne, schade. Oh, Sammlerstück. Hey. Müssen wir lang? Es wird da nebelig. Bisschen. Also lange noch was sehe. Da drüben! Bringt das Ding zum Schweigen! Verdammt, das sind ja unzählige! Ach, unzählige würde ich jetzt nicht. Jetzt bist du echt tot! Das sind ein paar, aber. Die kann man so schön so sehen. Ach, cool. Das macht echt Spaß gerade. Bäh! Aua! Okay, jetzt sind es zu viele. Aua! Ich seh das. Der ist tot. Nicht so schnell. Aber kann man trotzdem Schützer sehen. Verdammt. Na komm her, du bist doch... Na geh. Menno. Sorry. Musste sein. Es kommen immer mehr. Das werde ich dir nie verzeihen. Oh, Scheiße. Hab's dir verzeihen. Das ist schon geil, so mit der Kettensäge, ey. Das war's. Ja, sag ich doch. Gehen wir jetzt zur Bahnhaltestelle. Okay. Fahr mal zu. Ich mag Züge. Tut, tut. So. Warum muss ich jetzt eigentlich die ganze Zeit die Türen öffnen? Weil da Viecher hergesprungen kommen. Ja, danke. Also, wessen Basis war das? Lass mir erst mal rumgucken, ob hier irgendwo was rumliegt, ne? Wie das? Yay! Hast du Muni? 533. Oh, was haben wir denn da? Fort Revel Keep. Nun, boah, ich kann das nicht lesen. Du stehst mir im Weg! Ja, gut, dann lest du halt! Ich merk das nicht, wenn hier überall so Kisten rumstehen, ne? Ja, das sind halt immer so Anzeichen für ein kleiner Kampf. In dem Zelt ist doch bestimmt irgendwo was drin. In irgendeinem sicher. Hier ist wieder Muni. Na, ich bin voll. Die nehme ich jetzt. Und in dem Zelt ist nix. Nee, die Zelte sind doch ein bisschen. Was haben die denn hier gemacht? Mittelalter-Spektakel oder was? Wow. Mann, Wahnsinn, das sind auch stabile Dinger, ey. Haben die Dosen angeschaut. Warte mal. Werfe Granate. Selbst sowas überleben die. Respekt. Okay, hier gibt's anscheinend nichts. Ich finde auch nichts. Da ist die Tür zum Öffnen. Die nächste macht dafür ich wieder auf. Okay. Mal sehen, was passiert, wenn... Was zum Teufel?
JD? Sagte doch, die kommen aus deinem. Was war das jetzt? Hat sich weiterentwickelt! Kann man zurückentwickeln? Aber wieso können die denn reden? Warte mal, warum können die reden? irgendwie habe ich das mal versucht erfahren. Über die Flanken! Können wir nicht einfach eine Granate reinschmeißen? Ins Loch, ja. Muss mir sogar so kommen, sonst kommen unendlich viele. Granate liegt. Die Typen sind schlauer. So schlau sind die nicht, was laberst du? Also zumindest nicht war das mal wir, so. Aber als vorher. Oh. Ja. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Der geht immer. Alles klar, das waren alle. Okay, dann anscheinend nicht die Typen mehr. Nicht. Sind die gerade aus dem Ausgangsloch gekrochen? So, dass man so Brutlöcher sprengen musste. Okay. Wow! Alter! Ich stehe vor dieser Scheißtür, die geht auf! Vorsicht! Ja gut. Gut, dass ich mich hier nicht dran halten musste, mit dem ich konnte die nächste Tür auf. Nee, die war ja nicht zum Aufmachen. Ich habe hier nur gehofft, was für eine Kiste ist hier rechts daneben. Großartig, hier sind sogar noch mehr! Und in dem Augenblick springt das Ding auf. Haben die sogar schon was an? Tot! Echt? Oh, tatsächlich. So, erstmal ein Munini. So wird's klappen. Du musst aber bei denen echt höllisch aufpassen, weil... Da drüben! Sie kommen! Passt auf! Weil die können... Die haben ja dieselbe Waffe, also die Lancer, wie wir jetzt. Und die können dich genauso zersägen. Echt? Mhm. Das ist böse. Habe ich bis jetzt zwar nur ein einziges Mal erlebt, aber... Ich habe gedacht, ich sag's dir mal! Wäre jetzt natürlich zu hart gewesen, hätte ich jetzt zersägt, ne? Ja. Ich hab's irgendwie mir gerade schon gedacht. So. Aber die machen echt viel Spaß, die zu sehen. Ja. Ich würde sagen, höchste Zeit, die Biege zu machen. Hey, wollt ihr einfach totschweigen, was da gerade passiert ist mit dem Nest? Was zum Teufel war das? Haben die sich verwandelt? Halt, sie haben sich weiterentwickelt, aber dauert das nicht sehr lange? Manche Insektenlarven werden innerhalb eines Tages zu Drohnen. Sogar innerhalb Stunden. Na gut, Larven und Drohnen. Larven und Drohnen von was denn? Das werden wir noch herausfinden. Will ich das herausfinden? Von einem Stamm. Wie schon gesagt, sie sind ein bisschen wie Ameisen. Also sie haben ja, ein... Ja, nur ekliger. Ja. Und größer. Ja, minimal. Da weiß ich ja, was dahinter ist. Ich wollte gerade sagen, die hätte ich auch aufgemacht. Scheiße, noch ein Nest! Nö. Da muss eine Granate rein. Ja, ich hab keine mehr. Ja, jetzt endlich. Okay. Hab sie! Oh, was liegt denn da drin? Ein Boomshot. Scharfschütze, links! Da werden wirklich Erinnerungen wach. Ja, wie schon gesagt, das ist jetzt der normale Standard, also... Ja. So, ich hab einen Boom-Boom-Shot reingeschmissen. Okay. Dann mach das beim anderen auch. Hab ich schon gemacht. Schön. Ja, wofür muss man das Ding ja gebrauchen können? Hab sie! Ich will einen zersägen. Ja, gut, dann lass ich. Ist eine Drohne? Alles sicher. Die alte oder die neue Definition? Na los, gehen wir zur Bahn. Ich muss erst gucken, ob hier was rumliegt. Ja, so einen kleinen Rundumblick, den... Der muss genehmigt sein. Aber es sieht sehr leer aus. Ja, würde ich, glaube ich, auch behaupten. Aber schön, dass sie das doch behalten haben, eben, dass man diese Löcher sprengen muss. Finde ich cool. Hätte jetzt irgendwie was
wäre mir jetzt irgendwas abgegangen, ehrlich gesagt. Wo bist denn du jetzt? Ach, da hinten. Ich bin da schon beim Gitter. Wir müssen rein, bevor das Wetter noch schlechter wird. Munitionstechnisch, wie sieht's aus? Warte, 337. Gut, dann nehme ich die und du nimmst die nächste. Alles klar. Weil ich ein bisschen weniger habe. Stimmt, jetzt sehe ich das auch mit den Tropfen. Ich finde das cool. So ein kleines Detail. Ihr seht aber... Ich mag es nicht, wenn es so laut ist. Also wenn es so stressig wird. Ich mag es nicht, wenn es so ruhig ist. Das ist mir so... Oh, Mann. Das ist für mich. Ich mag die Tür nicht. Gut, nächste Tür ist wieder für dich. Na, war klar. Oh, da ist das Signal. Markus Funk. Er ist ganz nah. Los. Er war vorne auch schon. So, ohne Scheiß, wenn sich Markus von sowas irgendwie beeindrucken lässt, würde es mich sehr, sehr wundern. Was ist denn für Viecher, ey? Okay, du bist ein ganz großer. Schön ruhig. Oh, das ist übel. Geht in Deckung! Ich denk mal, wir sollen auf das Leuchtende schießen. Ich hab einen Granatenwerfer reingeschmissen. Noch zwei davon! Da ist wieder Muni. Au! Oh, unser Freund! Ja, das Problem habe ich auch gerade. Gut, dass wir jetzt noch nichts auf mir drauf haben. So, der nächste ist down. Und der auch. Als wären Häscher nicht schon schlimm genug. Jetzt müssen wir uns auch noch mit diesen Springern rumschlagen. Ja, und so wie es jetzt läuft, kann es nur noch schlimmer werden. Häng hier sofort, weiß wie recht er hat. Liegt aber auch nirgendwo was rum. Dann können wir weiter. Aber munitechnisch. Ja, ich bin voll. So, ich auch. Oh Mann. Das ist deine Tür. Oh Mann. Ich dachte, ich kann mich drücken. Hey, je länger wir warten, desto schwerer wird es, ihn aufzuspielen. In Ordnung. Mal sehen, wo die uns hinführt. Was ist denn das für ein Pappaufsteller? Welchen? Ach so. Oh, ekelhaft. Ich guck hier nochmal ein bisschen rum. Wenn ich was finde. Ich will ja nur sagen... Okay, du guckst um und sagst mir Bescheid, wenn ich Hebel drücken soll. Oder wenn ich irgendwas Interessantes versäume. Ja, kannst drücken. Okay. Denk mal, wir müssen jetzt sowieso dann warten, bis das Teil hier runterkommt. Schauen wir mal. Das kommt sehr schnell runter! Ja, hätte besser laufen können. Ja, solange sie noch funktioniert, sollten wir sicher sein. Okay. Toll, jetzt war ich da gerade schon. Du meinst, dass das Ding noch funktioniert? Alles klar. Zumindest steht die Bahn noch auf den Gleisen. Ja, das heißt ja nichts. Nee, das stimmt allerdings. Oh, komm schon. Echt jetzt? Das Gegengewicht schleift. Geh schon, ich mach das. Hey, alles in Ordnung?
Ja. Nein. Tut mir leid, dass ich deinen Vater in diese Lage gebracht habe. Hätte ich gewusst... Nein, Kate. Gewusst, was es kosten würde, dass die Rettung meiner Mutter dann... Hey, noch haben wir niemanden verloren. Kann das Ding nicht schneller fahren? Nicht, wenn das Gegengewicht schleift. Das Gegengewicht, hm? Halt! Was machst du? Nein, nein, nein! Nein! Festhalten! Achtung! Okay, das war mein erstes und letztes Mal in einer Standseilbahn. Standseil... was? Standseilbahn. Was? So nennt man die. Finden wir einfach den Hash. Laut Marcus befindet sich die Grabstätte der Locust in einer Mine. Warte mal. Aber wir folgen den Häschern nach oben. Ausgerechnet zum Museum. Hey, ich höre mir gern bessere Vorschläge an, wenn ihr welche habt. Nope. Nicht wirklich. Nein. Okay, dann folgen wir ihnen weiter. Genau. Aber erst im nächsten Part. Ja, also, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und würden uns natürlich beide freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, dann bis dann. Bye, bye. Tschüss.